Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Kaltiki, Rätsel des Grauens, vorstellen. Dieses wurde am 18.07.2024 von Wicked Vision veröffentlicht. Dies hier ist das Cover B, das Cover A und C könnt ihr links betrachten. Beeindruckende Spezialeffekte machen diesen stark Lovecraft angehauchten Science-Fiction-Film zu etwas ganz Besonderem. Riccardo Freda und Mario Bava haben mit Kaltiki einen Klassiker des italienischen Genre-Kinos geschaffen, der nach 65 Jahren endlich auch wieder in Deutschland erhältlich ist. Hier dann einmal der Buchrücken, gefolgt von der Rückseite. Hier sehen wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe sowie auch die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier eine isolierte Musikspur, drei Audiokommentare, die Featurettes From Quartermass to Kaltiki, Riccardo Freda, Forgotten Master, sowie The Genesis of Kaltiki. Als Archivmaterial erhalten wir ein Vorwort von Stefano Della Casa, den US-Trailer, den US-Vorspann, eine Bildergalerie sowie Trailers from Hell. Dann packen wir das Ganze jetzt einmal aus. Wie üblich haben wir auch bei Wicked Vision vorne ein Deckblatt und auf der Rückseite die Ankündigung für Herrscher der Hölle oder auch The Dungeon Master. Hier einmal das Cover ohne Flatschen und Werbesprüche. Und das Ganze auch aus der Nähe betrachtet. Auch die Rückseite einmal aus der Nähe. Dann werfen wir jetzt einmal einen Blick ins Innere. Da haben wir einmal die Blu-ray. Dahinter, ja, ein Werbebanner. Da die DVD. Ja, und auch dahinter so ein Tageszeitungswerbebanner. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 32-seitige Booklet mit einem Text von Christoph in Kellerbach blättern, wo wir auch ein Vorwort von Daniel Perret haben. Obwohl Riccardo Freda als Regisseur genannt wird, stammt ein Großteil des Films von Mario Bava, der auch als Kameramann fungierte und die beeindruckenden Spezialeffekte verantwortete. Kaltiki ist eine einzigartige und unvergessliche Mischung aus Science-Fiction und Lovecraftschen Horror, in dem die beiden legendären Filmemacher größten Einfallsreichtum bewiesen. Erlebt Kaltiki erstmals in Deutschland seit seiner Kinoaufführung 1960 in fantastischer Bildqualität. Und da die alte Kinosynchro als verschollen gilt, wurde der Film unter Leitung von Bodo Traber aufwendig neu synchronisiert. Und bei dem Mediabuch gab es als Vorbesteller dann auch noch diesen Aufkleber dazu. Und nicht nur das, es gab dann auch noch, ja, fünf, wie soll ich es nennen, Nachdrucke von den Kino-Aushangsfotos. Auf der Rückseite dann auch nochmal dieses, ja, wie soll ich es nennen, Tageszeitungswerbebanner. Und den Standardspruch, den die meisten mit H.P. Lovecraft in Verbindung setzen. Es ist nichts tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt.
Hier dann das letzte Szenenfoto. Zusätzlich zu dem Mediabuch konnte man dann auch, so wie ich es getan habe, eine Sonderausgabe des Wicked Vision Magazins bestellen, welches, wenn wir jetzt das Mediabuch da im Vergleich sehen, schon nicht gerade ein kleines Heftchen ist. Und wenn wir da jetzt einmal reinschauen, können wir auf der linken Seite auch schon den ein oder anderen Film angeteasert bekommen, der demnächst von Wicked erscheinen wird. Ansonsten haben wir dann in der ersten Hälfte des Magazins den Filmfotoroman von dem hier vorliegenden Film. Nach dem Filmfotoroman haben wir dann hier einmal noch alternative Plakatmotive sowie die deutschen Aushangsfotos. Dann drehen wir das Ganze jetzt einmal. Und auch hier können wir auf der linken Seite wieder einige Titel angeteased bekommen, die von Wicked Vision demnächst wohl erscheinen werden. Ansonsten haben wir hier einen Text von Jörg Kopetz, der uns zeigt, wie viel H.P. Lovecraft wirklich in Kaltiki steckt. Also für mich ist diese Veröffentlichung plus dem Magazin wirklich, ja, die eierlegende Wollmilchsau. Das komplette Sorglospaket. Kaltiki ist ein italienischer Horrorfilm aus dem Jahr 1959, der vom Regisseur Riccardo Freda und dem legendären Mario Bava umgesetzt wurde. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Archäologen, die in Mexiko die Ruinen einer antiken Maya-Stadt erkunden und dabei auf eine gigantische, monströse Kreatur namens Kaltiki stoßen. Die Produktion des Films war eine Herausforderung, da die technischen Möglichkeiten und das Budget begrenzt waren. Dennoch gelang es Freda und Bava, eine düstere und bedrohliche Atmosphäre zu schaffen, die den Zuschauer in den Bann zog. Die Spezialeffekte, darunter die Darstellung des monströsen Kaltiki, wurden mit begrenzten Ressourcen realisiert, aber dennoch effektiv umgesetzt, um eine gruselige und unheimliche Wirkung zu erzielen. Zu dieser Zeit erlebte das Genre einen Aufschwung in Italien, vor allem durch den Erfolg von Mario Bavas »Die Stunde, wenn Dracula kommt« aus dem Jahr 1960. Bava gilt als einer der Pioniere des italienischen Horrorfilms und prägte maßgeblich das Genre durch seine innovative Regie und Kameratricks. In Kaltiki zeigt sich Bavas Einfluss insbesondere in der visuellen Gestaltung des Films, die düstere Atmosphäre, die kreativen Kameraperspektiven und die effektiven Spezialeffekte sind typisch für Bavas Stil und tragen maßgeblich zur Spannung des Films bei. Darüber hinaus setzt Freda auf ästhetisch eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Bilder, die den Gruseleffekt des Films verstärken. Die Verbindung zu Mario Bava zeigt sich aber nicht nur in der visuellen Gestaltung, sondern auch in der erzählerischen Struktur des Films. Kaltiki folgt einem klassischen Horrorfilmplot, indem eine Gruppe von Forschern auf eine unerklärliche Bedrohung stößt und gegen diese kämpfen muss. Dabei werden Elemente des Horrors und des Okkultismus gekonnt miteinander vermischt, was typisch für Bava-Filme ist. Ein weiteres Merkmal des Films, welches ihn mit Bavas Werk verbindet, ist die Betonung des Irrationalen und Unheimlichen. Die Existenz von Kaltiki wird im Film nicht rational erklärt, sondern bleibt mystisch und undurchschaubar. Dieser Ansatz erzeugt eine unheimliche Atmosphäre und lässt Raum für die Fantasie des Zuschauers, ähnlich wie es Bava in seinen Filmen oft tut. Insgesamt kann man sagen, dass Kaltiki ein gelungener Vertreter des italienischen Horrorfilms der 50er Jahre ist, der sowohl durch seine visuelle Gestaltung als auch durch seine erzählerische Struktur überzeugt.
Die Verbindung zu Mario Bava ist dabei unübersehbar und macht den Film zu einem wichtigen Bestandteil des italienischen Horrorkinos. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!